Hier sehen wir ein Werkzeug des Kunststoff-Spritzgießen-Prozesses. Man kann leider nicht erkennen, was im Inneren passiert, was sehr wichtig für die Analyse ist, wie zum Beispiel das Bewegen der Schieber oder Auswerfer oder die Geräusche im Werkzeug. Und aber wir brauchen diese Geräusche für die Analyse. Und all diese Geräusche nehmen wir mit unserem Quas-Körperschallsensor auf. Der Akustiksensor wird außerhalb des Werkzeugs befestigt und der zeigt die Bewegungsgeräusche auf, die ihr gerade seht. Hier sehen wir ein 2 Sekunden langes Amplitudenzeitsignal eines sich öffnenden Kunststoffspritzgießwerkzeuges. Okay, es geht weiter. Also dieses liefert uns zu wenig Informationen, um einzelne Werkzeugelemente überhaupt zu identifizieren. Und Quas unterwirft diese Daten dann eine Spektralanalyse, um Informationen in den Frequenzspuren herauszuarbeiten. Ja, durch das Anwenden dieser Fourier-Transformation erhalten wir eine 3D-Landschaft, in der wir Schwankungen und Frequenzunterschiede deutlicher vorstellen können. In diesem 2-Sekunden-Werkzeugsequenz sehen wir jetzt ungefähr 25 Millionen Datenpunkte und betrachten wir, wie hier im Video zu sehen, nur einen 30-Millisekunden-Ausschnitt, sind es immer noch 400.000 Datenpunkte. Betrachten wir nun die komplette Werkzeugsequenz, diese 2 Sekunden in der 3D-Landschaft, so sehen wir unterschiedliche Signalabfolgen von Signallücken und Signalimpulsen. Zudem sehen wir auch viele Störgeräusche, die als Bänder durch unsere Frequenzachse durchlaufen. Ziel ist es, einzelne Signalabfolgen über den kompletten Ablauf des Werkzeugzykluses wiederzufinden und zu monitoren. Für eine sichere Wiedererkennung dieser Sequenzen ist es daher notwendig, diese Störgeräusche aus dem Prozess herauszufiltern. Und für diese Filterung benutzen wir eine Frequenzmaske, die auf einem Bereich ausgeschnitten wird, in dem keine Werkzeugbewegung stattfindet. Nachdem diese Frequenzmaske definiert wurde, wird diese, wie hier zu sehen, vom gesamten Prozess abgezogen. Diese transformierten Daten bilden dann die Basis für unsere Analyse. Ja, wie Sie sehen, werden wir dann im Team nochmal diese Problemstellung diskutieren. Und dabei werden unterschiedliche Fragestellungen geklärt. Zum Beispiel, wie können die unterschiedlichen Signaltypen und Signalabfolgen voneinander separiert werden und in unserer Software umgesetzt werden. Beim Kunststoffspritzguss sind wir so vorgegangen, dass wir zuerst den Energieverlauf der Signalabfolgen angeschaut haben, um eine Analysemethode zu entwickeln. Diese soll einzelne Bearbeitungsschritte eines einzelnen Auswerfers über tausende Bauteile hinweg detektieren. Somit können wir dann den Auswerfer über mehrere Prozesse monitoren. Hierzu haben wir Algorithmen programmiert, welche Start- und Endzeitpunkte solche Sequenzen ermitteln und die auf der Zeitachse dann dargestellt werden. Also, es werden zuerst die Standardanalysen angewandt auf den vorgefilterten Daten, um einen Überblick der Signalgrundlage zu erhalten und die Besonderheiten in der Signalstruktur herauszuarbeiten. Dazu verwenden wir unsere Analysealgorithmen, welche in kleinen Modulen vorliegen, die wir grafisch und sehr variabel zusammenkoppeln können. Diese Module nennen wir Operatoren. Mit Hilfe der Operatoren ist es möglich, eigene Analysen schnell und unkompliziert zu programmieren. Falls es jedoch dazu kommt, dass man mit den vorgefertigten Operatoren nicht mehr weiterkommt, haben wir ein JavaScript erstellt, den man schnell anwenden kann und umprogrammieren kann, um die Daten genauer zu analysieren. Die Datengrundlage für unsere Analyse bildet eine Steigungsanalyse, welche wir im JavaScript-Operator programmiert haben. Und diese sehen wir jetzt auch einmal hier auf dem Bild. Und wir haben hier einmal einen pinken Graphen. Der pinke Graph ist unsere Energieverlaufskurve. Die Energieverlaufskurve
benutzen wir als Grundlage für die Ermittlung unserer Steigungsfunktion. Also in Gelb sehen wir den dazugehörigen Steigungsgraphen. Und anhand des Steigungsgraphens suchen wir die Start- und Stopp-Sequenzen, die wir uns dann links in diesem JavaScript-Operator herausschreiben. Also im Endeffekt lassen wir uns unsere Analyse hier wieder anzeigen. Diese weißen Kästchen, die man da sehen kann, das sind die ersten Ergebnisse, die wir mit unserer ersten Programmierung des Algorithmuses erzielt haben. Und diese werden jetzt hier schon mal angezeigt. Welche Vorkenntnisse hattet ihr beide im Bereich Kunststoffspritzguss? Ja, im Bereich Kunststoffspritzguss ein bisschen. Man kannte den Prozess, man hat mal eine Messung gemacht und so, aber ansonsten ja, viel auch noch nicht wirklich. Und welche Vorkenntnisse hattet ihr in Programmierung? Ja, gar keine. Also diese ersten Ergebnisse von unseren Sequenzen dienten dann als Grundlage für unsere Diskussionen im Team zu gucken, was müssen wir an dem Algorithmus noch verändern, damit wir jetzt wirklich genau das finden, was wir sehen wollen. Also kann man sagen, diese Methode der datengetriebenen adaptiven Programmierung nähert uns schrittweise an unsere Analysefähigkeit an, sodass wir diese Änderungen dann im Team nachher in den Algorithmus wieder hineinprogrammieren können und auch wieder über den JavaScript-Operator, über die Print-Funktion herausschreiben können. Dieser programmierte Algorithmus hat nun vollautomatisch auf der Datengrundlage der Steigungsberechnung 97 verschiedene Sequenzen auf der Zeitachse definiert. Diese werden dann in der 3D-FFT-Landschaft als weiße Kästchen dargestellt. Jedes Kästchen enthält ein einzelnes Ergebnis mit definierten Zeitstempel. Die unterschiedlichen Sequenzen können Pausenzeiten oder Werkzeugbewegungen bedeuten. Nun kann man für jede einzelne Sequenz einen Trendverlauf über tausende Prozesse ermitteln. Dazu werden die Ergebnisse der einzelnen Sequenzen über 1000 Bauteilzyklen in einem Diagramm geplottet. Dabei entstehen 97 Graphen auf der vertikalen Achse und für jede Sequenz gibt es eine Linie. Auf der horizontalen Achse haben wir ungefähr 10.000 Prozesse. Hier werden Sprungstellen und Veränderungen des Prozessablaufs deutlich sichtbar. Somit können wir mit dem Körperschalt haben wir die Möglichkeit, während des Bearbeitungsprozesses direkt in das Innere der Maschine und des Werkzeugs hineinzuhorchen und somit den Prozess zu monitoren. Je mehr Informationen wir aber natürlich über den Prozess oder das Werkzeugablauf wie Taktzeiten, Zykluszeiten, Temperaturen haben, desto genauer können wir natürlich die Sequenzen in dem Histogramm definieren. Im Grunde ist es natürlich hilfreich, viel Informationen zu haben, jedoch nicht unbedingt notwendig. Das Wichtigste ist, einen Start- und Endzeitpunkt zu haben. Zudem ist es immer ganz hilfreich, noch ein zusätzliches Steuerungssignal zu bekommen oder zu haben, mit dem man Informationen an die Maschine oder an den Maschinenbediener liefern kann. In unserem Falle wäre das zum Beispiel ein Signal wie, das Werkzeug muss optimiert werden oder muss in eine vorzeitige Wartung. Ziel ist es in Zukunft für uns, dass wir anhand dieser Analysen eine Prognose für das Werkzeug herstellen. Also wie lange hält das Werkzeug noch und wann muss es gewartet werden? Aber schon jetzt können wir sagen, dass wir mit unseren Analysen, die wir in den letzten Wochen programmiert haben, eine sehr gute Übersicht und auch live im Prozess auf Unterschiede und Veränderungen im Werkzeug beim Kunststoffspritzguss reagieren können. Jenny, gibt es aus eurer Sicht irgendein anderes System, mit dem man diese Informationen hochheben kann in der Maschine? Ich wüsste jetzt keine, weil es gibt halt einfach beim Kunststoffspritzguss nicht die Möglichkeit, während des Prozesses in den Prozess oder in das Werkzeug hineinzuschauen. Also man braucht irgendwie eine Möglichkeit, um diese Informationen im Verborgenen sichtbar zu machen. Und da kenne ich jetzt so kein anderes System. Und kann uns denn die Maschine sagen, zu welchem Zeitpunkt was genau da drin passiert, damit wir das auseinanderhalten können? Rein theoretisch kann die Maschine das, also es gibt Maschinenprotokolle, wenn die uns zur Verfügung gestellt werden, könnten wir diese Protokolle direkt gegenüberstellen mit der Zeitskalierung der einzelnen Sequenzen, der einzelnen Graphen, die wir hier in dem Chart sehen. Und wenn wir das dann daneben legen würden, könnten wir das genau einem Auswerfer, einem ja, Schieber oder was auch immer man gerne sehen möchte, gegenüberstellen und da dann halt die Fehlstelle direkt zuweisen. Also das, was wir jetzt hier sehen,
ist das erste Mal wahrscheinlich, dass solche Charts überhaupt veröffentlicht werden. Also wir haben das vor kurzem auf die Webseite gestellt. Das Team hat das eben in dem Workshop entwickelt. Wir haben uns das länger vorgestellt, das so zu bauen. Aber wir hatten weder die Zeit noch die Energie noch den Baukasten, um das so fertig zu bekommen. Wir haben schon seit Jahren am Spritzguss gearbeitet, aber bis zu diesem Punkt konnten wir es leider nie treiben. Jetzt haben wir es geschafft und fertiggestellt. Und das gibt wahrscheinlich allen Anwendern das erste Mal die Möglichkeit, die mechanischen Bewegungen der ganzen Werkzeugteile endlich zu sehen. Ja, also kann man gar nicht ermessen, welche Möglichkeiten sich damit eröffnen. Und wir gehen damit jetzt in die Live-Messungen auf die Maschinen. Ja? Genau, richtig. Ja. Wie hilfreich schätzt du die Fähigkeit des Skriptoperators ein, gezielt auf die Messdaten zuzugreifen, beziehungsweise auch das herauszubekommen, was man haben möchte? Ja, also gut, der JavaScript-Operator bietet einem halt eine unendliche Möglichkeit, irgendwie auf Daten zuzugreifen. Die Frage ist halt, derjenige, der davor sitzt, was fragt er das System? Also die Information bekommt er dann halt auch. Also ich meine, die Frage ist halt immer eine Sache der Fragestellung. Das heißt, denkst du, man braucht eigentlich nur noch das unterscheidbare Merkmal und dann ist man unterwegs? Also hier in diesem Falle ist es sogar so, dass wir diese Merkmale ja sogar schon visuell hier darstellen. Und im Endeffekt ist es hier jetzt nur noch notwendig, einen Grenzwert für die verschiedenen Sequenzen. Also eine Sequenz stellt ja jetzt nun mal einen speziellen Auswerfer oder dergleichen dar, dass man sagt, für diesen Auswerfer haben wir einen gewissen Toleranzbereich, den definiere ich. Und wenn dieser überschritten wird, dann reagiere ich mit einem Maschinensignal und halte die Maschine an oder ich informiere das Wartungspersonal, damit ich Werkzeugschäden halt vermeiden kann. Jetzt haben wir beide ja speziell schon mal die ein oder andere Prozessanalyse gemacht auf speziellen Daten, haben gefeiert, haben geflucht, je nachdem. Wie siehst du das in Bezug auf Anwenden, auf Kunden? Hat das Spaß gemacht? Könnte das auch ein Weg sein, wo der Kunde auch speziell was für sich programmiert? Also ich glaube, dass programmieraffine Kunden da sehr viel Spaß mit haben können, auch nicht nur Hochschulen. Ich sag mal, wenn jemand sich wirklich mit seinem Prozess und mit den Daten auseinandersetzen möchte, dann kann er auf jeden Fall da sehr viel mehr aus seinem Prozess lernen, wie zuvor mit unserem System. Was ich noch eben an Info anfügen wollte, ist, wir haben hier das erste Mal dieses vollautomatische Sequenzieren gemacht. Sequenzieren bedeutet, wir erkennen verschiedene Signale in einem Prozess und zwar sehr viele. Also Menschen sind nicht in der Lage, all diese 97 oder 150 Signale zu detektieren und dann auch noch über zehntausende Prozesse zu erkennen, was sind denn die eigentlich wichtigen. Das geht aber mit statistischen Methoden ziemlich gut. Also das ist eigentlich etwas, wofür die Computer ideal geeignet sind. Also ist das eben hier hinzugekommen. Wir haben bisher auch nur Körperschall ausgewertet, weil wir in unseren Daten das drin hatten, aber wir haben schon diskutiert, dass wir natürlich auch Informationen wie Temperatur, Druck, Kühlung oder so etwas mit einbeziehen und dass wir das genauso wie beim Fügen eben zusammenfließen lassen, um damit mehreren Sensorsignalen die Auswertung durchzuführen. Okay.